Kaffeepulver. Besonderes Aufputschen. Schwarzes Pulver. Heiße Bohnen. Okay, ich rede mal mit dem. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Ach cool. Also, wo wir diese scharfen Schoten herkriegen, das ist ja schon mal klar. Aus dem Beet. Das Beet ist leider von Toni, müssen wir halt kaputt machen, aber egal. Wegen des Pulvers. Schieß los. Ach cool, wir können ein paar Sachen fragen hier. Hoffentlich hilft er uns auch so einen kleinen Ticken. Wenn mal was sein sollte. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal, die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Ja, wir werden Schwarzpulver dafür benutzen. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Ja. Da fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Auf jeden Fall. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Ja, heiße Bohnen weiß ich ja. Ach, ich mach's trotzdem mal. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, jedes Mal. Das ist wohl ein Rätsel für einen gehobeneren Intellekt. Stimmt. Du könntest Wenzel fragen. Ich habe von mir geredet. Entschuldigung, das hätte ich wissen müssen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist hoch. Der hat sowieso keine Ahnung von irgendwas. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Ja, wegen des Wassers. Da würde ich gerne mal drauf. Lass laufen. Was von? Ja. Was laufen? Was, hä? Klares Wasser, wo gibt es denn sowas? Klares Wasser? Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Die sind wenigstens so nett und sagen es nicht ins Gesicht, wen sie meinen. Genau, energiereich. Und belebend. Das ist so jetzt meine Frage, wo ich jetzt überhaupt nicht so richtig weiß, worum geht's da. Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Puh, das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Gibt's ja nicht. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Warte mal ganz kurz. Im Rezept steht etwas versteht. Wie kann das eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett... Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen... Ich beeile, ich kann es kaum... Okay. Sieht abenteuerlich aus. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A, das wollte ich hören. Yeah. Ich gehe dann mal. Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Alles klar. Also den finde ich ganz gut. Also der hilft uns. Express-Tasse. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt.
Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. Na gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den Typen irgendwie in der Luft springen werden. Roter Vorhang. Astreine Präsentation. Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Ja, super. Roter Vorhang. Überlegen. Direkt mal überlegen, wofür wir den benutzen könnten. Überlegen. Mist, mir fällt nichts ein auf Anhieb. Roter Vorhang. Mann. Jetzt erstmal Batterien bei Hanek. Da sind wir ja direkt, dann fahren wir den direkt. Oh, guck mal, da oben ist ein Chamäleon. Was? Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Ja. Da gehen wir erstmal rein. Da oben. Oh, schnell rein, ey. Schnell rein. Hoffentlich ist da auch niemand, dann haben wir freie Bahn. Ich glaube aber nicht, dass das leer ist. Was, das ist leer? Alles meins. Was, lass uns hier bitte Hebel, direkt mal Hebel betätigen. Ne, erstmal kurz gucken. Bitte lass ihn offen sein, bitte. Mist, abgeschlossen, immer dieses Misstrauen. Ja, ist so. Als würden wir daraus irgendwas nehmen oder so. Das ist doch sowas von schwachsinnig. Lachgascontainer. Der Clown unter den Narkosegasen. Clowns. Clowns. Zahnbohrer. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Okay, der war durchschnittlich gut. Okay. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Oh. Was ist wohl mit Wenzels Zeh passiert? Ah, super, jetzt haben wir mal so richtig, so ein bisschen Werkzeug haben wir jetzt. Ich glaube, jetzt könnten wir auch mal demnächst zum Auto gehen. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Herbizide? Das ist ein Baum? Oh, toll. Toller Baum. Hebel. Ich glaube, da passiert jetzt irgendwas Schlimmes. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Oh. Cool. Wow. Ja, ist offen. Aber dafür ist... Ach, das ist jetzt... Ach, jetzt ist das eine Polizeistation geworden. Jetzt ist das ein Polizeifach. Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für... überladene Metaphern? Gerechtigkeit oder so? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Nein, tust du nicht. Ach, guck mal, hier haben wir doch das Symbole Gesundheit oder das Gesundheit. Ich glaube, das hier war das. Gesundheit, das ist Feuerwehr. Cool. Kommen wir da irgendwie dran? Haken? Ich spare mir. Ja. Vielleicht da irgendwas reinwerfen? Ich werde müde. Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Du darfst nicht zur Strafarbeit. Du bist mir einer. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Hä? Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen Sie mich nicht mehr zu... Vielleicht... Ah, wir können die nicht mitnehmen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Ich möchte... Okay, hä? Ich habe jetzt gedacht, weil das Gewicht hat halt, dass wir das da rein... Naja, was soll's bringen? Aber hier ist ja auch niemanden. Wen sollen wir anketten? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten.
Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ich hab nicht geblinzelt. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Ach so. Ja. Da, es hat's, als ihr geblinzelt. Oh, jetzt habe ich wirklich geblinzelt. Habe ich jetzt nicht gesehen. Hat sich's bewegt? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, was war das? Dietrich. Ich habe ihn dafür den Notfall deponiert. Verdammt! Oh, das sind so viele Sachen und wir kommen nicht dran und wir haben so viel und da ist noch so viel. Oh. Da besteht keine Fluchtgefahr. Das Gitter will fliehen, es will fliehen. Warte, vielleicht will der Baum fliehen. Da besteht keine Flucht. Wir können das aber auch nicht mitnehmen, ne? Da besteht keine... Na gut, ich glaube, dann wechseln wir nochmal, oder? Hebel. Toll. Oder haben wir hier halt noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ich kann zwar ausprobieren, aber... Okay... Das du, er kann halt keine Schlösser knacken. Gott sei Dank bin ich ein geschickter das Schlösserknacker. Das kann der nicht. Verdammt. Aber mit dem richtigen Werkzeug hätte das geklappt. Gott sei Dank bin ich... Verdammt. Nicht mal mit dem Bohrer kriegt das hin. Vielleicht mit einem roten Vorhang. Für ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party steigt in Elysium. Yay. Handschellen. Ich spare mir meine... Ja, komm, das, das ist irgendwie... Blöd, hier muss doch noch irgendwas gemacht werden. Naja, ich... Nee, nach unten. Ach, das liegt ja jetzt da auf dem Boden. Ah, und wenn sich das jetzt bewegt... haben wir es trotzdem noch da unten liegen. Okay, ja, dann ist ja gut. Dann hat es sich ja doch noch gelohnt. Ich hoffe mal, die Fußfesseln können wir auch irgendwo benutzen. Feuerwehrleiter, wohin führt ihr uns wohl? Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Oh, ernst jetzt? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay, jetzt haben wir das Ding jetzt auch da liegen. Na gut. Asbesthandschuhe. Gizmo ist so ein Weichei. Aber wir nehmen die auch mit, weißt du? Asbesthandschuhe. Asbest. Gizmo ist so ein Weichei. Also ich würde jetzt sagen, komm, lass uns da runter. Oh, guck mal, was ist das? Da ist ein Loch in der Plattform. Oh, ich kann aber nichts machen. Ich kann nur gucken. So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Das wirst du auch sicherlich schaffen. Ich glaube nicht, dass das plötzlich anfängt zu brennen. Aber da habe ich mich schon oft geirrt. Ich glaube nicht, dass... Aber... Ich glaube... Aber... Ja, ist gut. Vielleicht ein Bohr? Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Wie trifft man denn? Ach, brauche ich gar nicht drauf eingehen hier. Ich will nicht mein ganzes Pulver verschießen. Oh, ich werde. Das sitzt auch so schon fest genug. Klappe. Also Klappe. Baum. Fußfesseln, Feuerlöscher. Mann. Ja, komm, wir rutschen mal runter. Ui, flutsch. Was? Hier? Ach cool, dann sind wir direkt beim Auto. Und wir können auch wieder hochrutschen. Ach cool. Sieht mehr aus wie so eine Stütze. So ein Stützbalken. Okay, komm, bitte. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Das schafft er nicht. Oh. Verdammt. Das wird auch nicht funktionieren. Gott sei Dank. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Mano.
ist so fies. Für Deponia ist der Vorhaben die Ab. Vielleicht beim Stier. Ich weiß auch nicht, was wir mit dem Stier machen sollen. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Ich dachte, der schneidet da irgendwas ab, diesen Kasten hier oder so. Dass es irgendwas ist. Und heute lieb. So. Mann, habe ich jetzt gerade wirklich gedacht. Und heute, liebe Kinder. So schon mal nicht. Müssen wir da wirklich irgendwas abnehmen? Toro! Hey! Das hatten wir auch schon. Rezept. Kann ich das irgendwie nach unten tun? Nee. Ja, das Gerät, bla bla bla. Vielleicht sollten wir den Stier mal ein bisschen beruhigen. Obwohl der ist ja sowieso gelangweilt. Hä? Mann! 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 Husak! Husak! Hebel nach oben. Da oben ist die. Da oben war doch die Medizin, oder nicht? Da sind jetzt so Dinger. Können wir die nicht irgendwie benutzen? Fußfesseln oder Feuerlöscher hier? Aber wozu? Na gut, ich hätte da was. Nein, nicht nach oben, nach unten. Da ist das. Das vom Medi-Dingens. Vom Krankenhausabteil. Diese Medizin. Diese Aufpuschmittel. Nimm mal die Fußfessel und tu die mal auf der Klappe. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Nein, hä? Nein, hä? Was? Wieso benutzen der jetzt? Ich wollte, dass der... Kann man Feuerlöscher? Was? Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Wir können jetzt damit gar nichts machen, oder wie? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich glaube, wir gehen hier aber auch bald mal weg. Ich probiere mal eben jetzt noch den Feuerlöscher bei ein paar Sachen aus. Ich weiß gar nicht, was der da machen möchte. Wir können ihn nicht tragen. Der ist so schwer, Mimitz. Aber halb so schlimm. Ich bin ja. Ich glaube, wir brauchen irgendwie noch irgendetwas, um das hier hinzubekommen. So, jetzt machen wir dann halt das mit der Batterie zuerst. In die Gasse. Ach, klicke ich direkt drauf. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ja, guten Hunger. Wie genau funktioniert... Hä, das war's? Der hat mich doch gefragt, meinst du das? Ja, das meine ich. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Also die helfen einem aber auch immer sehr gut weiter. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Fauler Sack, du. Ach, Witz. Ich hab Es ist ja... Die Teile... Toll. Hallo noch. Hi. Ruf. Genau. Warum ab? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten... Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so.
Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Ich glaube, darum geht's. Damit wir an den Batterien kommen, da brauchen wir halt diese Magneten. Das 3 oder so waren, das weiß ich jetzt nicht. Damit die weiterarbeiten können und wir dann die Batterie holen, also irgendwie dann auch kriegen. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Ja, Schnutzipu. Toni Wenzel Rufus. Wir heißen natürlich Schnutzipu. Ach ja, boah, das ist gut gemacht. Weißt du, der weiß ja unseren Namen nicht. Der vergisst ja jedes Mal unseren Namen. Ach, das ist ja gut. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Wie einfach. Mauve, pink, blau, rot. Natürlich pink. Oh. Pink. Pink, sagst du? Ja. Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Natürlich. Ich mit dem Pilz von hier wegzukommen. Ich liebe Ballett. Ich höre gerne Musik. Ich lese viel. Lass mich in Ruhe. Das passt ja auch super. Wir wollen was von ihm sagen. Lass mich in Ruhe. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Was? Oh, ich bin zu müde dafür. Ich bin einfach zu müde. Ja, und wir haben einen Truckschlüssel. Ach, super. Das ist Schnutzipus Schlüssel, nicht meiner. Ah, super. Perfekt. So. Oh. Das, dann gehen wir beim nächsten Mal. Ach, gehen wir direkt zum Auto, würde ich sagen. Vielleicht finden wir ja die Magneten. Weil ich habe nirgends Magneten gesehen. Das wäre ja super. Das wäre wirklich super, wenn wir da die Magneten finden. Im Auto halt. Aber ich. Mal gucken. Wir gucken mal, was wir da finden. So. Ich sagte mal. Bis demnächst, wie lange waren wir jetzt dran? So an die 3 Stunden haben wir jetzt. Ja, das nenne ich mal gut wieder zum Reinkommen. Ja, yeah! Und er ist natürlich noch voll motiviert, voller am Abrocken und was weiß ich nicht alles. Ich werde jetzt aber gleich in Kürze mich hinlegen und erstmal eine Runde schlafen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Yeah, rock! Ciao!